Die neue Woche ist da und eine neue Karte gibt es bei den Map News, nämlich die Rayos de Sol. Die Rayos de Sol ist von Rodrigo BR1998 und die Bilder zeigen ein bisschen was, nämlich steile Berge und auch bald. So, da haben wir das Farmhaus. Ich schätze, das ist unser Starthof und dieses kleine Feld gehört schon uns. So, an und für sich schaut es ja nicht nur so übel aus, die ganze Karte. Eine Biogasanlage, eine riesengroße haben wir auch da. Das wären die Starfahrzeuge. Oh, ein paar 75. Diese Ferguson, ja, dann wieder der Deutz. So. Was haben wir da noch? Nun ja. 26 Felsfrüchte, 4 Grundstücke. Mit zufälligen Bäumen und Berge hat man da. So, so schaut das Ganze auch aus. Ja, 4 Grundstücke. Naja. 4 Grundstücke. Wahrscheinlich sind 1, 2, 3, 4, da wo man was bauen kann. Ich schätze mal, das dürfte die Biogasanlage sein. Das hier ist auch noch was. Schauen wir mal. Ja, das ist die Biogasanlage. Das sieht man alles auch schön. Schreinerei. Ja, da haben wir noch Kuhstall und Fütterungsroboter hier auf der Seite. Da haben wir die ganzen Produktionen. Naja, irgendwie etwas eintönig, aber gut. Die Felder sind nicht immer so übel. Und ja, Warnings haben wir auch. Das hat mit einer Textur zu tun. Ob das jetzt das Spiel beeinflusst, glaube ich eher nicht. Sonst Warning Physik, na gut, Warning Sauna und Placebo, nein, Rudolf Hörmann Lights 300 i3D, also die Dichter, da gibt es einen Fehler, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber sonst sehe ich, die Farm XML hat einen Fehler, da stimmt was mit den Infolayer nicht, aber sonst, oh yeah. Lauter Warnings, Stereo, oh. Da kann auch etwas nicht geladen werden, wahrscheinlich wegen dem was da drinnen steht. Schätze ich mal. Oder sie ist einfach nicht da, Transform Group ist nicht da. Also, da gehört noch etwas verbessert. So. Ja, hier hat man. Hier hat man Bäume, die man mit dem Harvester, das muss ich auch dazu sagen, oder sollte ich dazu sagen, oder ich will es einfach dazu sagen, nicht fällen kann. Diese hier kann man fällen und ehrlich, der Wald ist auch irgendwie lieblos. Hier sind mal wieder Fichten. Ja, es ist halt etwas unterteilt und irgendwie finde ich das lieblos. Es sind gleiche Bäume immer da, keine Abwechslung, wenn wenigstens Fichten und Kiefern abwechselt werden. Beim Platzieren schaut das Ganze jetzt viel besser aus, finde ich. Und kleine, große natürlich auch. Bin ich ehrlich gesagt einiges schöner. So, hier haben wir auch dann wieder was. Da haben wir ja, Schafe, Kühe, dann haben wir Schweine, jede Menge Bienen, Gewächshäuser, Pferde hat man hier auch. Zwei Gewächshäuser. Und ja, wie hier zum Beispiel sind trockene Birken und Kiefern, die nehmen ab. Die Doppelzucker sind zum Teil, ja, okay, auf jeden Fall schaut das etwas besser aus, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich sage mal meine Meinung dazu. Und ja, bei den Feldern und rundherum gehört auch etwas Deko, Forstdeko, Bäume oder hier zum Beispiel ein Eck mit
einem kleinen Frostgebiet. Als Beispiel nur, würde mir persönlich um einiges besser gefallen und würde die Karte auch um einiges interessanter machen. Es würde das Ganze auflockern. Ja, das war es halt soweit, würde ich mal sagen, mit dieser Karte. Und nun ja, dann schauen wir uns die Updates einmal weiter an. Bei den Updates fangen wir mit der New Lens an. Diese Karte kommt von Gwendal, neueste Version ist Version 2.0.2 und ist nur für PC und Mac. Und ja, nicht nur für PC und Mac, sondern auch für PlayStation und Xbox. Ja, 3 Sägewerke, BGA, 28 Felder. Da hat es schon ein paar Updates gegeben. So schaut die Katze-Karte eigentlich aus. Und ja, schön Autobahn. Das ist sie halt von der PDA. Version 2.0.2. Weniger hohe Bahnübergänge und kollisionsfreie Schienen. Änderungen des Sounds des Heißluftballons. Wassersounds für den See wurde hinzugefügt. Hinzugefügt wurde auch von Menschenmengen Sound, also der Sound bei Menschenmengen für den Markt. Dann Stimme für Marktfigur und Entfernen eines fliegenden Baumes wurde auch gemacht. Weiter geht's mit Lake Providence, eine vielfach Mutterflugkarte von Neville Gaming. Da gibt es jetzt angepasste Produktionen, mehr kundenspezifische Paletten wurden hinzugefügt, Auslöser zum Entladen der Ölpumpe wurde behoben und hier ist kein neues Safe Game notwendig und die neueste Version ist 8.6.2.3. Sunside Version 1.1.2 von Brandenburg Modding und Schleswig-Holstein. Und da muss man, wenn man auf Mittel oder Schwer angefangen hat, einen neuen Safe Game beginnen, weil ein kleiner Hotfix bei der PlayServis XML gemacht wurde, eben für diese zwei Schwierigkeitsgrade, beziehungsweise wurden ein paar Einträge entfernt. Und somit muss man auf Mittel und Schwer einen neuen Spielstand starten, weil der erste Hof nicht existiert. Alle anderen können ohne Probleme weiterspielen. Gut, Mountain Hill, vierfach V6, Version 6.1. Ja, Multifruit, Refine braucht man Tabak, Hanf und Hopfen. Inklusive Gerät ist alles da. Geändert wurden die Preise von Wasser. Ja, die Karte kommt von FM Modding. Integrierte Map-Robo wurden überarbeitet. Bei allen Produktionen und Palettenausgaben wurden die Trigger für die Hot-Karo-Systeme hinzugefügt. Störende Bäume wurden entfernt oder verschoben. Alle Wälder wurden überarbeitet. Zuvor waren 38.000 Bäume, jetzt sind nur mehr 18.800, so ungefähr. Wasserspeicher wurde in den Map-Shop integriert. Dann Popular, also Pappeln, kann man auf der Map mit Standard-Feldhäckseln und Feldhäcksler-Schneidwerken geerntet werden. Zum Zuckerrohr-Ernten wurden im FM-Modding-Tool das Quasar HS16, Krone Collect 903 und Class Orbis 900 hinzugefügt. Neue Soil-Map wurde erstellt, eben für Precision Farming. Und das wird erst bei einem neuen Safe Game bei Precision Farming wirksam. Und dann danke dann an Quattro Rowdy für die ständige Sonnenmap. Feld 1, 5, 36, 49 und 56 sind keine Wiesen mehr. Wird auch erst wirksam bei einem neuen Safe Game. Dann internen Hopfenernter. Die auswärtige Kapazität hätte hinzugefügt, jetzt schon Bier, Bubble, Hanf und Tabakernte wurde völlig vorläufig deaktiviert, weil er nicht mehr richtig funktioniert wegen Chains Update. Mob Desk auf 77 erhöht und es wird nicht zwingend ein neues Safe Game benötigt, aber ja, es wird halt alles oder zum Teil wird halt. Oder der Teil, ein Teil wird aber erst nur beim neuen Safe Game wirksam. Haben wir noch ein paar Bilder? Ja, da haben wir noch ein paar Bilder.
Ja. Mountain Hill, also eine wirklich große Karte, wurde viel Zeit auch rein investiert. Und somit kommen wir zur nächsten Karte. Eine Beta-Karte, die Enstal Alpenwelt. Und ich zeige es euch, nicht, dass ihr mir nicht glaubt, ich kann sie nicht downloaden. Die Datei wurde nicht gefunden. Also leider kann ich es euch nicht zeigen. Gut, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder. Und nicht vergessen, abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ciao, ciao.